Frau Pau, Frau Süskind, sehr geehrter Bürgermeister. Es geschah 1943. 68 Jahre ist es her. Es war ein Sonnabend, der 27. Februar 1943. Also ein Schabbat. Jeder Schabbat hat im Judentum eine Bezeichnung. Es war Schabbat Tissa. Wir haben das jetzt vor 2 Wochen gehabt. Aber dieser Schabbat hat eine ganz besondere Bedeutung. Es war das jüdische Jahr 5703. Auch ein Schaltjahr, wie dieses Jahr auch. Es gibt 2 Monate, die sich wiederholen, der Monat Adar. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir hier sind, dass wir hier ehren und dass wir hier gedenken. Es gibt 2 Gründe, warum dieses Gedenken ist und bleibt. Deutschland ohne Juden war kein Exzess der Nazis. Deutschland ohne Juden war das nationale Programm aus der Mitte des Volkes. Und in diesem Deutschland ohne Juden war kein Platz für Widerstand. Und tatsächlich, der Widerstand war sehr, sehr gering. Und deshalb, weil er so gering war und weil so viel Mut erfordert, deshalb ist es auch ganz wichtig, dass wir dies nicht vergessen, dass wir das immer wieder erwähnen. Widerstand war möglich und die Frauen der Rosenstraße haben es bewiesen. Aber es gibt immer Wichtiges, das bleibt. Und der Widerstand der Frauen der Rosenstraße bleibt. Und den vergessen wir nicht. Die, die verzeihen könnten, sie sind tot. Sie wurden alle ermordet. Im Judentum gibt es eine Maxime, die wird durch 2 Prinzipien eingerahmt. Das eine heißt Zachor, Gedenk, und das andere heißt Lotischkach, vergiss nicht. Und das ist eine Aufforderung, die seit frühesten Zeiten sozusagen mit dem Symbol des ewigen Antisemiten Amalek verbunden ist, der uns über die Generationen und Zeiten leider begleitet. Und ich sagte schon, das war Schabbat Tissa, als die Frauen hier standen. Und im Schabbat Tissa, in diesem Abschnitt in der Tora, lesen wir, genau diese Handlungsmaxime, warum Gedenken uns nicht zur Verfügung gestellt ist, ob wir das tun oder nicht tun. Es ist nicht an uns, das zu entscheiden. Es heißt, Nozer Chesed la'alafim. Gedenk der guten Taten bis ins tausendste Geschlecht. Also wir haben noch sehr viel zu erinnern. Es sind nicht 50, es sind nicht 100, es sind auch nicht 200 Jahre. Nozer Chesed la'alafim heißt das 1000 Geschlechter. Und die Frauen der Rosenstraße gehören dazu. Zu denen, die in diesen 1000 Geschlechter immer werden erinnert. Wie sollen wir das machen? Wir sind jetzt im Übergang von der Generation derer, die es unmittelbar betraf, die Zeugen waren, die es erlitten haben, die überlebt haben, verlassen uns zu schnell die Letzten zur Zeit. Es passiert täglich. Wie soll das also weitergehen? Es ist an uns. Es ist an uns, die Erinnerung, die Anerkennung, die Verpflichtung von Zachor Lotischkach, Gedenk, vergiss nicht, zu bewahren und weiter zu treiben.